Gut, also neuen Charakter. So, hallo zusammen, ich bin's mal wieder. Wie ich angekündigt hatte, wollte ich dann doch Morrowind bzw. Elder Scrolls Online mal eine Chance geben. Und gerade habe ich mich ein bisschen wieder in meine alte Klasse reingespielt. Weiß wieder ungefähr, wie das Spiel funktioniert. Das ist ja bestimmt fast über 2 Jahre, wenn nicht länger her. Aber viel interessanter ist es ja jetzt, sich die neue Klasse anzuschauen und vor allem das Startgebiet, wie genau das alles abläuft. Und wenn man Morrowind gekauft hat, gibt es jetzt die sogenannte Warden als Klasse. Also den Warden ist vor allem eine sehr naturgebundene Klasse. Man sieht ja eben, kann auch Animals herbei, also sprich Tiere herbeirufen und macht eben Frostfähigkeiten zum Großteil. Und von daher würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach die Klasse mal an. Und ihr seid jetzt live, beziehungsweise später dann im Mitschnitt dabei. Also, wir erstellen erstmal jetzt. Wir schauen uns erstmal an, was es jetzt so für Möglichkeiten gibt. Also, mein erster Charakter ist ein Hochelf, Stufe 33 Sorcerer. Von daher, wie wär's mal. Wenn wir das vielleicht sogar beibehalten, falls das möglich ist. Ein Hochelf. Mal schauen, ob das überhaupt geht. Klasse Warden. Gut, das geht. Und wir könnten jetzt auch einen Waldelf nehmen. Aber nee. Ich glaube ja nicht, dass das besondere Auswirkungen auf die Klasse an sich hat. Gegen dein Bonussystem Base Magical Inexperience. Disease Resistance. Release Fall Damage. Light Armor Alliance Point Gain. Spell Resistance. Wir nehmen mal einen Hochelfen. Okay, also, dann der Warden. Dann am besten auf Randomize. Bis irgendwas Cooles dabei ist. Bis jetzt noch nicht so wirklich. Na, das sieht doch mal ganz cool aus. Das ist auf jeden Fall mal nicht so 0815. Jetzt machen wir einfach nur noch ein bisschen. Verändern wir den Charakter noch ein bisschen. Lassen wir mal so, würde ich sagen. Okay, und Face gehen wir auch mal auf Randomize. Kann man so lassen. Also, das ist jetzt ein Hochelf oder eine Hochelf-Dame. Warden, die neue Klasse, wie gesagt. Und jetzt brauchen wir noch einen Namen. Man kann sich jetzt auch schon mal ein anderes Gear hier anschauen, wie das hinterher aussieht. Mit Champion Gear. Kann sich ja sehen lassen, definitiv. Okay. Haben wir, glaube ich, alles fertig. Dann geben wir einen Namen ein. Killarina. Und los. Namen gibt's schon. Killarinara. Können wir jetzt mal damit. Der Name geht. Nun gut, dann sind wir mal gespannt, was jetzt kommt.
Ich werde hier auch nichts schneiden oder so. Ich lasse es erstmal. Aber die Videos werden nicht zu lang. Da werde ich schon drauf aufpassen. Investigate Slayer Activity. Achso, nur ganz kurze Erklärung. Ich habe bis jetzt immer das Spiel in Englisch gespielt, zumindest damals, also früher vor einer gefühlten Ewigkeit. Ich möchte es erstmal beibehalten, weil ich doch sehr von der gesamten Sprachausgabe extrem begeistert war. Von daher, bitte seht es mir nach. Ich möchte es erstmal so beibehalten. Confirm or deny it. We all have our secrets. I wonder what Vardenfell has in store for us. Kicking rocks ahead. Brace yourselves. Well, that doesn't sound good. Okay, also fängt schon mal ziemlich actionreich an. Der erzählt uns erst was vom Pferd und auf einmal ist hier Action. Talk to Nayu Virion. Man muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt wirklich so das Tutorial, das heißt, da wird wirklich jeglicher Mist, Anführungsstrichen, erklärt. Also wie bewegt man sich hier, wie mit WASD und so weiter halt. Jetzt reden wir mit dem, mit E ist immer die Interaktionstaste. Okay, hat also jetzt nicht allzu viel zu sagen. Ich werde das mal kurz schauen. Also die Dialog Volume ist ziemlich hoch. Ich stelle es generell mal ein bisschen höher. Ich hoffe, ich bin dann noch gut zu verstehen. So, die will jetzt mit uns sprechen. Look what the sea coughed up. Welcome to Vardenfell, land of dark elves, lava flows and slaves of all descriptions. Speaking of slaves. Let me get those manacles off you. How are you going to remove these bindings? Oh, you'll find I'm full of surprises. I have just the thing. Hold still. There. You've been captured by slavers. Haven't you been paying attention? Maybe you hit your head when your ship crashed into the rocks and dumped you onto the bitter coast. The slavers lured your ship in and took their pick of the survivors. Slavers? Me? No. My allegiance leans in an entirely different direction. Let's just say I'm here to help you escape this place. Then you can get back to what you were doing before the slavers so rudely sank your vessel. Also sie meint, sie hätte mit den bösen Leuten nichts am Hut und möchte uns hier nur rausbekommen. Glauben wir das mal. Not so fast, Hero. I need to make sure you can handle yourself in a fight. Not everyone recovers from a near-death experience that quickly. Okay, also jetzt geht es darum, dass man beweisen muss, dass man nicht direkt umfällt. Also die Fighting Skills sind jetzt gefragt. Let's go over some of the basics of combat. I'm ready. Hit me. I want to see what you've got. Nice. Now follow it up. Bam. Try to block this one. Finish her off. Okay, also wir haben sie jetzt ziemlich kaputt geschlagen. Ist sie wohl zufrieden. Most of the slavers are currently out on a raid. That means it's the perfect opportunity for us to make our escape. What do you need me to do? Oh, not too much, really. I need you to find a set of slaver clothes so you don't look like one of the prisoners. Plus, we need the gate key, or we'll never make it to the docks. Here, take my spare lockpick in case you need it. Okay, also jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Stoff besorgen, also sprich, damit man hier nicht nackig rumläuft. Und dann brauchen wir auch noch einen Gatekey, also sprich, einen bestimmten Schlüssel. What are you going to do while I get the gear and the key? We've got a few more things to check on before we can make our escape. You do your part, and I promise you, I'll do mine.
Ich glaube, Lockpick. Also sprich, es geht jetzt darum, dass man wahrscheinlich bestimmte Kisten oder so. Using superior components and complex irgendwie aufbekommt. Like the lock on the gate. If I had all the time in the world, maybe I could crack it. But we don't have that luxury. Okay, so ich glaube, das reicht jetzt auch für heute. Nein, sie hat noch was. Impress? Oh, not. I've got a few more. An idea? Of course. I just need proof to satisfy my superiors. Okay, ja. Also wir machen das, was sie von uns will. Wir besorgen also ein Gate Key. Wir besorgen bestimmtes Slaver Gear. Und wenn wir wollen. Wobei, komm, das reicht jetzt auch erstmal. Also hier dran. So. Gibt es hier eine Karte? Ja, gibt es. Man sieht jetzt ganz gut, also wer das Spiel noch nie gespielt hat, die Karte ist mal relativ hilfreich. Also man sieht auf jeden Fall, dass, wo wir jetzt rein müssen, sind diese Gebäude hier. Und einmal ist das die Quest hier mit dem Slaver Gear und einmal ist das in dem Sinne diese Gate Key. Also dieser Teil dieser Quest. Das ist ganz nett gemacht, so kann man anhand der Karte zum Großteil mitbekommen, worum es überhaupt geht. So, jetzt wird es nicht lange dauern, dann werden wir wohl kämpfen müssen. Wahrscheinlich bekommen wir auch relativ schnell eine Waffe. So, man kann hier auch schon ein bisschen schneller laufen, sprich sprinten. Das ist auch ganz hilfreich. So, wir gehen jetzt erstmal hier vorne hin, würde ich sagen. In das Slaver Hut. Also wir sind jetzt in der Hütte. Sneak to avoid enemies. Also jetzt Steuerung, um zu schleichen. Und jetzt sieht man, man ist gerade hidden, also sprich, die kriegen gerade nicht mit, wer wir sind. Achso, das ist gerade ein anderer Spieler, deswegen. Wir müssen also jetzt hier runter. Detected. Okay. Also wieder in Hidden Mode. Man sieht uns also nicht. So. Und jetzt müssen wir das irgendwie so ein bisschen. Okay, das war schon mal blöd. So können wir es auch machen. So, Level up. Was hat sie mit in sich? Lockpick, so. Mit C, wir haben jetzt unseren ersten Skillpoint. Wenn man jetzt, also sprich in die Charakter-Auflistung geht, kann man jetzt hier Punkte verteilen. Ich weiß noch nicht genau. Ich denke mal, das wird wieder eine sehr magische Klasse, von daher packen wir den Punkt mal in Mana bzw. Magicka. So, und hier sind die Active Skills, also man hat hier Animal Companions, also man kann Tiere rufen, Green Balance und Winter's Embrace. Sprich, das sind eher die Frostfähigkeiten, das sind eher die, ja, ich sag mal so die Heilfähigkeiten und das ist vor allem eben auf Pets ausgelegt. Würde sagen, ich gehe mal auf die. Vor allem in den Pet Tree erstmal. Command a Cliff Racer to dive bomb the enemy. Ja, nehmen das mal. Unlock.
Genau, so. Haben wir jetzt auf der 1. Aber erstmal müssen wir jetzt hier raus. Und jetzt müssen wir das Gear besorgen. So, mit I habe ich mein Inventar. Und da, ja, das ist eigentlich relativ Standard. Und hier hat man in dem die Gesamtübersicht und dann kann man eben zwischen Weapon, Consumable und so weiter halt wechseln. Jetzt gehe ich erstmal aus dem Hidden-Modus wieder raus. Und wollte jetzt eigentlich mein Pet rufen. Beziehungsweise die Fähigkeit hier nutzen. Aber das dauert wohl noch ein bisschen. Gut, so, jetzt gehen wir in das nächste Haus. So, erstmal mit dem hier reden. Beziehungsweise den durchsuchen. So, das brauchten wir. Das haben wir jetzt auch angezogen. Und das Schwert nehmen wir auch mit. Und jetzt auf Equip. Also Rechtsklick einfach drauf hier und dann hat man eine Übersicht, was man machen soll. Jetzt kann ich auch die Fähigkeit nutzen. Man sieht, da fliegt einfach irgendwas auf den drauf. So, jetzt habe ich gerade meine Waffe in dem Sinne ein bisschen gesteigert. Und Animal Companions ist jetzt in dem Sinne auch ein bisschen erhöht. Gut, sieht ja schon ganz cool aus, die Klasse bis jetzt. Mal gucken. Erstmal wieder raus hier. So, wieder die Karte und jetzt Rendezvous, wo es die Prison ist. Over here. Jetzt reden wir mit dem mal. Did you get the things now you wanted? The slavers are returning and plans have changed. Now you sent me to find you and get the gatekeeper. Aha, also jetzt bekommen ein bisschen Hilfe. Now you sent a signal to the house guard in Sedanin. And that's when the slaver horn started sounding. The slavers must have been hiding nearby, and now they're on their way back. We have to hurry. You are a ray of sunshine on a cloudy morning. I'll lead the prisoners through the gate and see what we can find to get off this island. You meet up with Naryu at the Overlook, and then rendezvous with us at the docks. Hört sich nach Plan an. Der Typ hat auf jeden Fall einen Durchblick. Wir reden jetzt erstmal wieder mit der Tante. Auf jeden Fall sind die wohl jetzt gleich relativ ungemütlich. I couldn't have done much better myself, Hero. Good work down there. There's one more thing to do, if you're up to it. Time is short, but I have something to tell you. You've earned that much at least. I'm an assassin. A Morog Tong agent here to complete a job. The writ I carry gives me the legal authority to end my target's life. No questions asked. I'm here to kill Captain Svardstar, leader of this band of slavers. He's as bad as they come. Because I need your help. I can kill the captain and 10 of his thugs without breaking a sweat. But the slaver's ship? It's faster and stronger than anything the locals can throw at it. If we don't scuttle the ship, we'll be right back to business. Not big on gratitude, I see. Sie redet viel. I signaled Sedanin. They won't get here in time to stop the slavers. With your help, we can end the slavers, save their prisoners, and sink their ship. Otherwise, the prisoners are as good as dead. Gather some fire salt and kindle pitch from the docks. With them, you can make a firebomb. Not only will setting their ship on fire destroy it, it will
flush the Vardstar from his hiding hole so I can end. Okay, also Sachen besorgen und dann ein bisschen was in die Luft jagen. Also gehen wir jetzt erstmal in die Richtung und jetzt sollen wir Fire Swords besorgen und ein bisschen anderen Kram. Muss sagen, bis jetzt finde ich dieses Intro eigentlich ganz nett gemacht. Sie ist jetzt bei uns. Oder auch nicht so lange. Und wir müssen jetzt hier hin und hier hin. So, also hauen wir jetzt erstmal den hier kaputt. Das ist eine schöne Range-Fähigkeit schon mal. So. Mal gucken, da vorne ist auch wieder einer und jetzt müssen wir erstmal hier hin. Was mich in dem Spiel so ein bisschen stört, sind die Animationen, ehrlich gesagt. Die sind teilweise so ein bisschen... Ja, sehen ein bisschen billig aus. Das ist irgendwie schade, weil das Spiel ist eigentlich sehr, sehr hochwertig, wie ich finde. So, hier. Du bist jetzt erstmal schön ruhig. So, jetzt gehen wir hier rein und besorgen das. Fire Sword Barrel. Gut. Und dann geht's da vorne weiter. Machen wir die alle mal platt, würde ich sagen. So. Okay, die haben nichts gedroppt. Den haben wir jetzt gerettet. Oh, der freut sich richtig. Ja, danke sagen ist das eine. Man könnte aber irgendwie ein bisschen mehr machen. Kommt da jetzt noch was? Ja. Aber nicht schlecht. So. Man ist hier gerade nicht alleine, das sieht man. Ich spiele ein paar mehr Warden. Das ist für die Story natürlich so ein bisschen weird, aber naja, ist halt ein MMORPG, was soll man machen? Jetzt gehen wir hier noch weiter. So. Okay, ich bin ein bisschen falsch gelaufen. Man sieht ja auch hier oben die Leiste. Sieht man ja sehr gut, in welche Richtung dann die bestimmten Quests oder bestimmte Leute sind. Bestimmte Questgeber oder bestimmte Mobs, die man töten muss. So, Board to Slayership. Slaver. Wir müssen einfach hier hin. Okay. Jetzt kommt's. Hi Sirion. Ich weiß es noch nicht, ich spiele ihn seit 5 Minuten. Mach das vor allem für das YouTube-Video. Denn, ja, ich hatte vorher noch ein bisschen meine alte Klasse gespielt, aber ich bin so lange da nicht mehr... Das so lange nicht mehr gespielt, das Spiel ist ganz gut, um was Neues zu spielen. So, ich soll jetzt die Firebombs nutzen. Aber bis jetzt ist eigentlich ganz cool. Ja? Siehst du, ich habe hier so einen Vogel, der da immer so angeschossen kommt. So, jetzt habe ich was bekommen. Ziehen wir es erstmal an. So. Hier bin ich richtig. Jetzt sollen wir gegen Captain kämpfen.
Escape the Slayer. Okay, das war jetzt Action. Auch nicht schlecht. Also bis jetzt ging sehr schnell irgendwie. Also ja, man hat schnell ein Schwert bekommen, dann hat man eine Fähigkeit bekommen und dann sollte man auf ein Schiff und Sachen in die Luft springen. Am Anfang kannst du dir noch im Video anschauen. Aber es waren jetzt wirklich, keine Ahnung, die ersten 10 Minuten vielleicht. Aber ich glaube, dass das Tutorial noch weitaus länger geht. Ich denke nicht, dass das schon alles war. So, talk to Sergeant Delms. Oder ist es das, wo man hier immer startet? Das kann halt auch sein. Ich weiß das nicht mehr, ist das so lange her? Okay, der will mit mir reden. So, care to tell me what you're doing on that slaver ship? They captured me, I was trying to escape. What is this place? This is the port town of Sedanin, on the island of Vardenfell. They fished you out of the burning wreckage of a slaver ship near Firemouth. If you're not a slaver, why were you dressed as one? Tja, das ist die Frage aller Fragen. I'll let Governor Salvi sort this out. She wants to see you. Best not to keep her waiting. I'll go and talk to Governor Salvi. Come with me.